Dankeschön, dass ihr gewartet habt auf uns. Darf ich begrüßen zur Pressekonferenz hier nach dem Spiel des RSV Hollendill gegen Hannover United. Bei mir die beiden Coaches, zu meiner linken Seite unsere Trainerin Janet Zeltinger vom RSV Hollendill und auf meiner rechten Seite Martin Kluck von den Hannover United. Herzlich willkommen an euch beide. Martin, Statement von dir zum Spiel heute. Ich habe gerade schon ein bisschen mit Janet gefachsimpelt. Wir sind phasenweise natürlich irgendwie zufrieden, gerade mit dem ersten Viertel sind wir gut reingekommen. Uns ist klar, dass wir gegen RSV Hollendill einfach unser bestes Spiel abliefern müssen. Und das haben wir heute nicht gemacht. Das haben phasenweise so ein bisschen von außen Probleme gehabt, aus der Mitteldistanz. Drei-Punkte-Linie sind wir, glaube ich, 0 von 9 rausgegangen, wenn da 2, 3 von reinfallen. Dann haben wir auch nochmal ein anderes Spiel, glaube ich. Dann wird es in der Zone ein bisschen weiter für uns und wir kriegen vielleicht noch ein paar einfache Schüsse. Das ist Lande ist einer der besten Teams der Welt und wir spielen da mit. Und ich hoffe einfach, dass wir die Saison nochmal treffen. Das hoffen wir auch. Danke, Martin. Janet, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, ich denke, ich kann so fast die Gegenteil von Martin sagen, dass unser erste Viertel war nicht so gut. Dann haben wir unsere Aggressivität nochmal in Verteidigung verbessert. Und das hat einen großen Unterschied gemacht für uns. Wir waren schneller in unserer Rotation und da hatten wir mehr Druck auf die Würfe von draußen gemacht und dann hatten wir die einfachen Würfe auch weggenommen. Und ja, wir hatten auch Phase, wo Hannover sehr gut gespielt hat und wir haben die einfachen Würfe gegeben. Aber die sind auch eine sehr gute Mannschaft. Die haben Top-Spieler und die spielen sehr schnell und aggressiv. Und ja, wir sind froh, dass wir so am Ende das Spiel, die letzten drei Viertel, viel besser gespielt haben und mit einem gewonnenen Spiel aus der Halle rausgehen können. Janet, gerade zu Beginn des Spiels habt ihr sehr zu kämpfen gehabt, haben, wie man sagt, mal so schön ein bisschen die Körner gefehlt. An was lag das? Ich denke, ein bisschen, es hat auf unsere Intensität gefehlt. Da waren wir nicht wirklich mit Energie und Herz voll im Spiel. Manchmal wollen wir gewinnen und denken wir, dass wir alles gemacht haben, aber wenn eine Mannschaft kommt, bereit zu spielen, und wir gehen so ein bisschen auf die hintere Füße. Und das hat in der ersten Viertel passiert und dann haben wir eine Line-Up gefunden, die da drauf reagieren könnten und diese Energie nochmal zurückwerfen und das hat den Unterschied dann gemacht. Mit Herz und Energie, Martin, mit was für eine Ansage bist du in das Spiel gegangen, kurz bevor das Spiel anfing in der Kabine? Was hast du für eine Ansage an die Mannschaft gemacht, dass ihr so losgelegt habt wie die Feuerwehr? Ich sag mal, vor dem Spiel haben wir gar nicht so jetzt irgendwie eine emotionale Rede da rausgehauen in der Kabine. Wir sind nochmal unseren Gameplan durchgegangen. Wir haben uns die Woche darauf eingestimmt. Wir haben für uns gesagt, dass wir in die Rückrunde reingehen wollen und uns über Niederlagen gegen die Bulls und Lande einfach mehr ärgern wollen. Wir wollen da unzufriedener sein und so fahren wir jetzt auch nach Hause. Und ja, wir glauben einfach dran, dass wir einen der beiden Großen auch mal schlagen können. Und das haben wir, glaube ich, im ersten Viertel ganz, ganz eindrucksvoll gezeigt. Das haben wir zu Hause auch im ersten Viertel gezeigt. Aber man sieht einfach auch, dass der RSV so tief besetzt ist, dass, wie Janet sagt, dann irgendwann eine Line-Up gefunden ist, mit der wir große Schwierigkeiten bekommen haben. Und Tommy hat wieder ein überragendes Spiel gemacht, heute die Mannschaft getragen. Matthias hat einen riesen Einfluss auf das Spiel, lässt die Defense immer wieder zusammenfallen und dann eröffnet das natürlich irgendwie Platz für Rio und Tommy. Und das hat uns heute so ein bisschen defensiv das Genick gebrochen, sage ich mal. Und ich glaube, wir können unzufrieden nach Hause fahren, sage ich mal mit so einem Schmunzeln. Ja, danke schön, Martin. Ja, dann hoffe ich wirklich, dass wir uns vielleicht die Saison nochmal sehen hier in Wetzlar. Dankeschön an dich, Janet. Dankeschön, Martin. Guten Nachhauseweg. Und Dankeschön an euch. Kommt gut nach Hause. Schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.